Schon seit 7 Monaten fehlte von einem bestimmten Format auf einem der größten Kanäle von YouTube Deutschlands jede Spur. Auf der ganzen Welt kam es zu Aufständen. Die Leute wollten das Format wieder zurück. Die Aufstände nahmen solche Ausmaßen an, dass die Polizei sie nicht mehr kontrollieren konnte. Also wendete sich die Polizei an die höherrangigsten Politiker. Diese Politiker versammelten sich und diskutierten über das Thema. Stundenlang kamen sie auf kein Ergebnis. Doch dann wendeten sie sich an mich und bitteten mich, das Format weiterzuführen. Also habe ich mich dazu bereit erklärt, das Format weiterzuführen und mich in die Tiefen der YouTube-Kommentarsektion zu begeben. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge RacheTube. Und dann kommen wir auch schon zum ersten Kommentar. Pulver schreibt, fuck Digga, geht's dir gut? Fuck, ich glaube, das war ein Alien. Lass weg hier. Also, bevor du nochmal einen Kommentar schreibst, üb bitte nochmal ein bisschen die Rechtschreibung, gell? Fuck, schreibt man nicht mehr da. Echt so schreibt, Bambusleitung, in welcher Höhle wohnst du, Alter? Ich würde mal sagen, ich wohne in der Höhle direkt neben deiner. André Predel schreibt, einfach nur schwul und schlecht. Dazu habe ich einen Kommentar von einem Freund. Schwul ist gar keine Beleidigung, das ist eine Sexualität. Und diesen Kommentar wollte ich noch mit reinbringen, weil es absolut meine Meinung ist. Wir haben 2016, wie mittelalterlich bist du denn? DerrockKXHD schreibt unter mein Video die drei schlechtesten April-Scherze von YouTubern. Nice, KHTube deckt auf. Bruder, das hat damit eigentlich nichts zu tun, aber ansonsten viel Spaß noch beim Kommentieren. Ja, meine Life of Placement-Parodie kam nicht ganz so gut an, hat aber gut Aufrufe gemacht. Man merkt aber auf jeden Fall, dass die Community von Life of Placement ziemlich erwachsen sein muss, weil wenn man die Kommentare durchliest, huiuiui, es gibt ja Schimpfwörter wie Hurensohn oder so, aber die Schimpfwörter, die die benutzt haben, Mann, heftig. Anna Schade schreibt, dummes Kind. Sabrina Geisler schreibt, das ist mega scheiße, Melina ist so wie sie ist. Sophie Glas schreibt, scheiß Kanal, Melina ist cooler als du. Romina Schaufler schreibt, hör auf Melina zu beleidigen. Und der Jokrafter XD schreibt, scheiße, keiner mag dich, doofes Video, Melina ist cool. Dann können wir uns doch gerade mal anschauen, wen der Jokrafter alles so abonniert hat. So, wen haben wir denn da? Dima, Simon Desu, Line TV, Dagibi, Apuret, Case Freak und Krabi. Also du hast auf jeden Fall mal die coolsten Leute auf YouTube abonniert. Also die gesamte Unterschicht. Du bist auf jeden Fall viel cooler als ich. Also im Endeffekt wollte ich eigentlich nur sagen, dass so Leute wie ApoRed, die Pranks faken oder schlechte Songs rausbringen, im Endeffekt nur Kinder als Community haben und eigentlich keine ernstzunehmende Community. Bernd Schneider schreibt unter meinem Video die Wahrheit über LeFloid. LeFloid kann sehr gut blasen. Er wird von der Regierung bezahlt. Alles klar, Bruder. Genau das wollte ich auch sagen. Cooler-Typ schreibt, wie konntest du das überleben? Das Alien hat den kanadischen Singtrinkpfeifer gemacht und das ohne Sirup. Ein kanadischen Singtrinkpfeifer. What the fuck? Guten Tag, KHTube Entertainment hier. Guten Tag, hier ist 2010. Ah, okay. Und was wollen Sie von mir? Ich will meine unlustigen Pseudo-Verschwörungsvideos wieder. Wollen Sie damit sagen, dass meine Videos nicht witzig sind? Ja, genau das will ich sagen. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Also nur zur Aufklärung. Gerade eben ging es um das Kommentar von Creepy Noodle. Und Creepy Noodle, falls du meine Videos nicht magst, guck sie einfach nicht an. Das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Lasst krachen. Ciao.